Hello, world outside. This is Phipps speaking, and you are watching Shed TV. And here the news. Austria. In most of the regions, the old year has come to an end, and the people are looking forward to a new one. And our reporter Webby has collected some interesting reports about it. Hello, Webby. Hello, Phipps. Webby, what were the most important events for you in the year 2019? for me, I am happy that I have lost my two silly bladderstones this year. And may I also ask you, Flo, what was it for you? For me, I became Webby's roommate this year. Thank you, Flo. And now, let's come to Puppe. Hello, Puppe. Are you ready for the interview? Okay. So for me, I got a new best friend this year. And this is, as may some of you have recognized, this is Phipps. This is the reason why we always sleep side by side in the night. That is very cozy for me. Psst, Puppe. You have betrayed our secret. You shouldn't do. Wieso, Phipps? Das kann eh jeder wissen. Mir ist das eher schon aufgefallen. Aber mir ist wurscht. Ich misch mich schon lang nimmer ein in die fremden Angelegenheiten. Geht mir nix an. And what was for myself important? I ask jetzt myself. I became the double of Princess Petunia, and therefore I had to learn English very good and to practice my body style. I mean sport. I mean boinking. Boinking. And I became a single this year. I have a special apartment for my own. And I love it somehow. Ja, wir haben jetzt schon 475 Abonnenten. Ganz zu viel eigentlich. And now we see a highlight of Princess Petunia in this last year. And it has to do with beauty, as you can imagine.
that's awesome. Very nice. Puts on a happy face. Okay, we can go. Yes, that's that. Go shake it. Shake it, but don't break it. Yep, I think we got it all with the top. Almost. Good, she fluffed up just like last time. You want to give it a shake? You want to give it a shake and fluff it up really good? I'm going to see about the bow situation, okay? Let's see what we could do. Puppe, hoe is dit gezien? Waarom? Eigenlijk zijn we definitely niet zo'n friseur gaan. Ganz einfach, zwei gehen, weil es bei uns so einen mobilen Friseur nicht gibt, verstehst? Eigentlich. Hätte man schon einmal gedacht. Weißt, wie Massage und alles. Ich stelle mir das halt irgendwie entspannend vor. Also, Zwergi, ich finde, dass du eigentlich schon ziemlich entspannt bist. Findest nicht? Ja, stimmt, irgendwie, Puppe. Weißt was, wächst mich halt dann wieder, wenn's neue Jahr da ist, okay? Jetzt schnarcht's auch noch. Noch nicht da, Puppe, gell? Nein, Zwergi, ich ist noch nicht da. Ich habe eh gesagt, dass ich die weg war, wenn es soweit ist, gell? Okay. Und Puppe, Frage, hast du eigentlich einen guten Vorsatz für das neue Jahr? Nein, eigentlich nicht. Mir ist nichts Gescheites eingefallen, ehrlich gesagt. Ich hab auch eher keinen. Gell, man macht eh nichts. Nein, das macht nichts, Zwergi.